Freiheit und Verantwortung, mehr Mut zu Europa. So der Titel einer Diskussionsveranstaltung am Freitagabend im Bildungshaus der Akademie der Diözese in Weingarten. Auf dem Podium neben Bischof Gebhard Fürst auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die Tettnanger Unternehmerin Antje von Dewitz von der Firma VD. Alle plädierten für ein gemeinsames Europa. Es stehe sehr viel auf dem Spiel, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Manche wollen wieder ins nationale Schneckenhaus zurück. Wenn man das macht, kann man gegenüber den großen Global Playern wie den großen Konzernen aus dem Silicon Valley oder China überhaupt nicht Paroli bieten. Es kann nur Europa. Darum ist Europa heute dringender erforderlich wie je zuvor. Bischof Gebhard Fürst sprach sich für ein soziales, friedliches und gerechtes Europa aus. Ganz nach dem Vorbild des heiligen Martin. Wenn jeder nur an sich selbst denke, werde Europa nicht gelingen. Europa braucht eine Seele, die nicht aufgeht im monetären, finanziellen, die Auswirkung hat auf eine gute Wirtschaft, eine gute Industrie, die am Gemeinwohl orientiert ist. Unternehmerin Antje von Dewitz stellte eine allgemeine Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft fest. Sie sagte, es sei Zeit aufzustehen und für seine Werte einzustehen, für eine weltoffene Gemeinschaft, für Toleranz und für Europa.